Hier nochmal ein kleines Update-Video. Ihr kennt ja alle auf meinem Kanal jetzt meine Triops Benicabuto-Ebi-Zucht. Und davon abgesehen habe ich noch eine Zucht am Laufen. Die Cancriformes hier sollen dann in dieses Becken, deswegen sind hier auch so viele Pflanzenarten drin. Und die andere Zucht, die ich habe, ist Triops longicaudatus. Das war so ein kleines Experiment von mir. Das ist einer meiner eigenen Ansätze. Den wollte ich eigentlich nur mit Sonnenlicht ausbrüten. Das hat aber nicht so gut geklappt und deswegen mache ich es jetzt hier mit Licht. Und ja, dann werde ich da auch mal hier kleine Updates auf den Kanal hauen. Aber daraus werde ich jetzt keine große YouTube-Zucht machen. Und die werden dann hier in dieses etwas größere Becken kommen. Und ja. Das habe ich ja auch hier schon auf YouTube eingerichtet.